Ja. Bitte? Ach so, tschüss. Ja, wir sehen uns ja gleich. Ne? Gleich gibt's Frühstück mit Carsten. Ich gehe jetzt erstmal in den Keller. Ich werde alles vorbereiten. Guten Morgen. Wir lassen die Sonne rein. Oh, ist das schön. Oh, ja, gut ausgeleuchtet. Perfekt. Ja, wir schauen mal, was so passiert, ne? Die Wahrheit über Feinstaub in Berlin? 13 Kalender gerettet. Ah, ja, zeig hier. Ja, Senat fördert Ballerspiele. Was also für Ding? Ballerspiele? Naja. Was ist das? Keine Ahnung, was ist dahinter? Nichts zu tun. Nichts zu tun heute erstmal. Aber gleich kommt Frühstück. Ja, ich komme. So, was denn? Wo denn? Wer ist, wo ist der Kundschaft? Hier oben hat der Maler. Der Hartmut hat gefragt, ob für die Stammreiche. Ach, der Herr Hartmut lässt anfragen, ob ja. Der Gnäherr schon da ist. Ja. Ich bin da. Ja. Ja. Ist schon da. Wolfgang, jetzt hast du mich doch aus der Kammer gelockt. Ja. Und bei dir so, Wolfgang? Ja, ich bin gerade aufgestanden, der Zeitung geholt, mal sehen, was die Sache jetzt noch weiter noch bringt. Wieso, was hast du denn vor? Bitte? Was willst du denn machen heute? Hast du heute was vor? Nö, im Grunde genommen gar nicht. Gar nicht? Nö. Noch nicht viel. Ich will noch ein bisschen sauber machen, ein bisschen putzen. Putzen? Ja. Und ja. Wohnungsstube noch durchsaugen. Kriegst du Frauenbesuch? Ach, mach ich mal. Machst du ab und zu? Gestern habe ich mein Bad sauber gemacht. Ja, das ist ja richtig, muss ja ab und zu gemacht werden. Und dann richtig so mit Feuerzeug und dann. Ja, was kriegt denn da Geld? Das ist gut. Weiß ich doch nicht. Weil das schön Wetter ist, ja, der holt wieder ab, kommt wieder abends wieder nach Hause. Naja, heute, die Nacht hat es ja geregnet. Und wie ist heute das Wetter? Sag mal, was sagt die Zeitung? Wetter, heute, für heute unten, ja. Ach du Scheiße. Heute Gewitter. Ja. Gewitter heute? Ja, jetzt im Tagsüber? Ja. Oh. Ob das kommt oder nicht. Zeitung ist ja von gestern, wa? Das muss ja auch mal regnen, wie gesagt. Ja, hat ja. Hat ja genug geregnet, jetzt reicht wieder. Ich hätte gerade gefragt, ob ich Urlaub mache, aber ehrlich gesagt, kann ich mir das ja nicht leisten. Ja. Klingt komisch, weil alle YouTuber ja Millionär sind, ne? Aber ich nicht, weil ich Real-Tuber bin. Ich bin nicht YouTuber, ich bin Real-Tuber. Also, ja. The one and only Real-Tuber. Tuber. Hallo. Na du? Und der Haus kam schon hier. Ah, mein Baby. Ist mein Baby? Mhm. Ja. Aber ich wollte heute nicht rauskommen. Schläft ihr noch? Nein. Wir wird dem bleiben und sich schminken. Die will sich schminken? Und die haben Stobas Schminke. Jetzt sieht das schon los, ey. Wie alt ist sie? 4. Hä? Sieben. Mann. Was brauchen wir denn noch? Soll ich Messer noch holen? Nee, ist alles da. Alles da? Er hat fertig geholt. Fertigware. Ach so. Hat sie jetzt keinen Bock oder was? Kommt Anouk jetzt nicht raus? Weiß ich doch nicht. Ach, so kommuniziert ihr da drin nicht, oder was? Sie ist immer pubertät. Wie bitte? Hörst du mal auf damit? Seit wann denn das? Mach mir keine Angst. Mit 7,5 Jahre. Wie denn nicht? Was soll denn das? Puberkel. So, Lomus, Maximus, was denn los? Nix. Und du? Du Kischka? Tuberkulos? Vulgaris? Du bist ja immer noch dreckig von gestern. Ja, das habe ich gesagt. Oh, was? Von gestern noch? Naja, am Anfang. Jetzt hat er das reparieren lassen. Erzähl's wieder. Und jetzt hat er ein Auto gesehen, weil er steckt ja immer mehr drin. Das ist auch schon zu alt, weißt du? Und hat der Ford Mondeo jetzt alles, sich angeschaut? Neun. Nee, gebraucht, Diesel?
Baujahr 2015, Euro 6, hat unter 60.000. Das Problem ist, der Typ ist bei der NATO, hat das Auto hier gekauft in Deutschland und registriert. Und war in Gelsenkirchen gewesen, heißt er. Und jetzt ist er stationiert für die nächsten 4 Jahre in Malta. Mit Auto ist er auch in Malta. Hast du das Auto da angemeldet? Nee, immer noch hier. Ja. Der Problem ist jetzt, er will es kaufen, mein Vater, aber mit wegen Vorkasse irgendwie, weißt du, weil der wird mit der Spedition dann hierher gebracht. Ja. Und er würde niemals mit Vorkasse machen, mit Geld bezahlen, dann kriegst du es nie wieder, weißt du. Und kostet bis 8.000 Euro. PayPal. Ja. Nee, aber die Spedition soll das Geld einsammeln, wahrscheinlich. Und Liebes hatte dann an den, der den Auftrag gegeben hat. Das ist schon halt drinnen in Container und so halt. Boah, na, das weiß ich nicht, um Gottes Willen. Nee. Das ist dann schon. Das weiß ich nicht. Er gab Forum. Was ist denn das für ein Typ? Oberst. Und da die Versicherung zu teuer ist, alles im Ausland, wollte er das im Ausland verkaufen, mit Auto. Wollte er keiner kaufen, weil es in Deutschland angemeldet ist. Spedition kostet 400, 500? Das ist alt drin. Ach, sind die Preis mit drin? 8000 Euro sind die Preis drin. Und heute nachher wird mir dir wahrscheinlich noch eine E-Mail nochmal. Na, aber schreib den nochmal, dem Oberst, selber. Den Typen muss man irgendwie kriegen. Der heißt. Ob der überhaupt existiert? Will ich erstmal durchchecken lassen. Ob das nicht irgendeine weißt Geschichte ist. Weißt du noch mit seinen? Ja, diese genau. Neuwegen? Mit dem Touareg. Mhm. Und dann hat er noch geschrieben heute noch, er wird auch dann hierher, also wird die Spedition hierher schicken lassen. Und dann haben wir 7 Tage Zeit, um alles überprüfen, um anzumelden und gucken etc. Und dann können wir bezahlen. Also sowas wäre ich sehr vorsichtig. Ja, du musst vorher gucken, wir sowieso nicht vorher bezahlen. Erst vorher gucken, auch, ob es wirklich ein Stück geklaut ist, das Auto, wirst du? Keine Ahnung. Da wird viel Schindluder mit. Aber ist doch keine Vorkasse denn? Denn nur Speditionsvorkasse? Ja. Oder was? Ich wüsste nicht. Wenn du erst hinterher bezahlen sollst, dann ist das doch gut. So versteht es außer in mir. Die er schon hatte. Aber die Spedition will ihr Geld wahrscheinlich Vorkasse. Ich wüsste nicht. Mal gucken, was die sagt, die Spedition. Und wenn die sagen, wir Vorkasse, dann machen wir das nicht. Also guckst du die Katze im Sack. Bis jetzt 8.000 Euro und dann ist ja, es weg. Ja, wo ist das Auto? Genau. Hast du an die Spedition bezahlt, nicht an den Autobesitzer. Hast du 8.000 Euro für eine Spedition ausgegeben nach Deutschland. Moin. Hat sie den Zettel gesehen? Und dazu hat sie auch nichts gesagt? Marco, das ist fake. Das ist aber NATO. Nee, das ist fake. Oh. Das Ding ist schon, das ist genau so ein Fake-Ding. Marlies, das ist genau so ein Ding, fake. Ey, tu mir einen Gefallen, geh nie darauf ein. Nicht. Ja, Michael nicht. Ja, das Kopie von dem Personalausweis. Was für ein Scheiß. Das ist zu 1000% schwierig dir. Mach es nicht, Marco. Ah, guck mal, jetzt kommt er. Ist das die Mehl? Auf die Mehl? Zeig dir gleich mal. Ich bin eh da. Nee, nicht offiziell, aber inoffiziell. Ja, sein Vater hat ein Auto gesehen im Internet. Ja. Besonders günstig. 8.000 Euro statt hier 18.000. Ist aber jetzt, der Typ arbeitet bei der NATO in Malta stationiert und muss Spedition verschiffen. Vorkasse will er. Und schreibt, ganz gebrochenes, furchtbares Deutsch. Ist aber ein Deutscher. Ach so. Oberst. Okay. Bei der NATO. Das ist die Mail. Ja. Ich bin der Meinung zu 1000%, das ist fake. Also entweder ist es ein Drogenauto, was dann rüberkommt, hier ankommt. Oder kommt nie ein Auto. Oder kommt nie ein Auto, wenn er vorher abhört. Und der will nämlich die Papiere. Der will ja Personalausweis und Adresse, wo es hinkommt, das Auto, in Anführungsstrichen. Und sein Vater ist natürlich, ah, oh Mensch, geil, Auto. Ja, es ist halt mal verlockend erstmal. Aber, klar, aber die Spedition hier, Esco, Kresswit, heißt da, ich glaube, es ist eine Google-Internet. Da haben viele auch schon gesagt, Finger weglassen. Du hast gesagt. Nee, ein bisschen anders heißt sie. Nicht so jetzt wie ach, da. Die heißt ein bisschen anders. Ey, siehst du, die machen. Ich schwöre dir. Ey. Ich war alleine mit dem ganzen Deutsch. Also das ist nicht. Siehst du, jetzt hast du es noch von inoffizieller, offizieller Seite. Ja, das ist genau wie beim Fahrradkorb. Wieso? Nee, nur so, meine ich. War alles richtig? Ja, mir war es alles richtig. Einmal da und einmal da, bitte. Ja. Und? Na, das ist, kannst du kaputt spielen. Nee, die da. Die ist ja von Vorrädern. Habt ihr den gefilmt dabei? Nee, das war ein bisschen komplizierter. Weil die gute Dame hat natürlich, meine ganzen Recherchen sind ins Leere gegangen.
Ach, mal wieder zwar das im Internet angezeigt, aber hat keine Rahmennummer. Und ach, war Ostrad, hat sie auch erst nicht gemeldet, wenn die Computer kaputte E-Mail-System haben. Und bei Ostrad war das auch nicht mit der eingeschlagenen Rahmennummer registriert. Sondern? Da war noch ein Stevens Aufkleber drauf. Die notieren nur diesen Aufkleber mit dem Stevens Barcode. Das ist ein Ding. Ja, aber ja, dann, die war gestern da, hat sogar auch freiwillig nochmal danach gefragt, wie zustande gekommen ist. Also die von sich aus hat sie nachgefragt, ich bin mal gespannt. Mal wieder. Und, gestern bei mir hat es abgeholt. In Pankow. Also in seiner Gegend. Genau. Wobei der OFW ist, also der hat ja. Oh, okay. Ja, und er kommt zu mir an und bringt mir hier, muss ich ja vorstellen, bringt mir hier ein Fahrrad und er sagt, ey, ich hab damit ein männliches Problem. Ja. Mit meiner männlichen Situation habe ich damit ein Problem. Das finde ich Idiot. Ja. Aber schön aufgeklärt. Ja. Finger weg von dem Auto. Ja, ja, also, ja, echt ohne Scheiß. Jetzt kommt der dienstlich zu mir. Ja. Ja. Schönen Tag für euch. Ciao, 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 bis dann. Ciao. Super. Hi. Moin. Moin. Was darf es bei dir sein? Ich kann neulich von meinem Vater bei dir ein Rad geben. Ja? Ja. Ja. Der fragt jetzt, ob er das käuflich erwerben kann. Kann er ja. Da ist er, der erste Auftrag für heute. Gefunden. Ein Zickli B. Ja, Zickli, Zickli, ja. Ciao. 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 Was lange zu tun gehabt. Zack. Alles ab, was Scheiße ist. So, was haben wir denn noch? Genau, dann haben wir noch. Haben wir noch den hier? Wer ist denn das? Derjenige. Ach, du bist schon dran. Ja. Ja, die Köpfe locker. Ach so. Ja, Schlauch. Nein, nicht doch. Zwei Rennräder. Ja, aber Schlauchreifen. Hä? Sind aber Schlauchreifen. Was ist das? Schlauchreifen ist ohne Schlauch drin. Schlauch und Reifen in einem. Ach so. Und deswegen hast du wahrscheinlich mal getauscht doch, ne? Also bedeutet das, passt ja hier drauf nicht. Nein, nein. Ja. Ah. Ja, wenn nicht, dann. So, Achtung, ich schraube auf. Ich habe eine Vermutung, ey.
Pedale und fertig. Klopse. Hier so ein bisschen Kram abgekauft hier. Ey, was für ein Scheiße, alle so fertig, ey, ist unglaublich, ey. Ja, wie ist denn das geklaut, also was er Müll gefunden hat, irgendein Müll, irgendein Kram, irgendwelche Quarzuhren, so billige Zeug, ey. Ja, egal. Ja, für alle, die es im Livestream gesehen haben, ich mach jetzt Feierabend. Ja. Also ich räume hier ein, 5 Zuschauer habe ich. Ist ja auch immer interessant, wenn Wolfgang redet, ne, und so. Wir hatten gerade Wolfgang hier. Ein bisschen gequatscht hat. Da könnt ihr aus dem Livestream dann sehen, die letzte, der letzte Ende sozusagen vom Livestream von heute. Ist dann auch interessant, inhaltlich. Ansonsten war am Anfang wieder, am Anfang halt ein bisschen was gequatscht, ne, heute Morgen. Und jetzt zum Ende hin. Ja. Als glorreiche Geschichte von heute, muss man sagen, ich sag's nochmal, ich hab's schon ein paar Mal gesagt, das Stevens Rad hat wieder seine Besitzerin gefunden. Ja, heute Morgen habe ich es angekündigt, dass es die nächsten Tage eventuell, ne, und so. Aber jetzt, heute kam der Kollege von der Polizei und meinte, jawohl, alles geschafft, alles klar. Sie hat es abgeholt und das, ja. Ne. Schauen wir mal. Also ich schneide jetzt den ganzen Rotz von heute zusammen, der nicht sehr viel Rotz ergibt am Ende. Und dann sehen wir uns morgen. Bis dann. Ciao.